Ingrid, ihr tanzt morgen mit Rondo Lusatia bei Guten Morgen Cottbus. Das machen wir. Was darf denn der Zuschauer erwarten? Das sind mittelalterliche und Renaissance-Tänze, im Wechsel möglichst Reigentänze, Gassentänze und sehr hübsch. Und ihr werdet ja nicht in Alltagskleidung auftreten, gehe ich von aus? Nein, da sind wir in Gewandungen und das sind auch unterschiedliche, zum Teil mittelalterliche und zum Teil Renaissance-Gewandungen. Das Schöne ist ja, dass man sich in Gewandung irgendwie als anderer Mensch fühlt. Da gehe ich zum Beispiel, wenn wir tanzen, auch gerne mal als Mann, Junker Jörg oder so. Und da kann ich beim Affen Zucker geben. Das macht Laune. Woher kennt man euch denn in der Region? Naja, wir haben uns vor reichlich 2 Jahren gegründet und wollten eigentlich hier mal was machen, dass es woanders gibt. Hm. In Leipzig, in Dessau, in Köthen, in Torgau, die haben alles Tanzgruppen, die mittelalterliche oder Renaissance oder auch Barocktänze tanzen. Naja, und so weit wollte ich nicht fahren. Und da haben wir das einfach hier angesiedelt. Wie erfolgreich seid ihr mittlerweile? Also, es sind zu den Workshops manchmal bis zu 30 Leute und wenn Auftritte sind, irgendwo, auch in Cottbus, dann muss man zusehen, wer kann. Samstags ist es manchmal schwer, weil viele noch samstags arbeiten müssen, aber wir kriegen 8 Leute zusammen für morgen und das brauchen wir auch. Wir freuen uns auf morgen. Ja, ich auch.